Ich erschrecke mich immer. Keinen Schritt weiter. Sie glauben doch nicht, dass ich mir von einem Spielzeug Angst einjagen lasse. Bist ein kluges Köpfchen. War ich damals auch. Aber dann wollte ich lieber die Weiber haben. Die haben mich aber trotzdem nicht genommen. Warum haben Sie so ein komisches Feuerzeug? Haben Sie tatsächlich gesehen, wie der Feuerteufel die Brände gelegt hat? Jungchen, es hat 3-mal gebrannt in kürzester Zeit. Ich habe diesen Typen hier herumschleichen sehen und er war noch unheimlicher als unsere Spukruine. Sogar versponnener als mein Nachbar. Da liegt der Rest auf der Hand. Schön hier geblieben. Nee. Ich hasse es, wenn zur Erntezeit Stare mir die Kirschen klauen. Die Kirschen. Letztes Jahr habe ich sogar einen Silvesterknaller zünden müssen, um die Biester loszuwerden. Prompt ist der Schwarm zu meinem Nachbarn geflogen. Ich mag den Typen so, das ist so echt. Jetzt weiß mein Nachbar, woher der Wind weht. Uiuiui, diese Metaphorik. Eieieiei, da hat der Achter monatelang gesessen an diesem Masterplan. Euer Nachbar Herbert Achter ist auf Du und Du mit unseren gefiederten Freunden. Wie macht zum Beispiel die Rabenkrähe, lateinisch Corvus Corone Corone? Das war doch Ernie aus der Sesamstraße. Glauben Sie, dass jemand in der Spukruine... Fühlen Sie sich von Ihrem Nachbarn belästigt? Urteile selbst. Letztes Jahr war es zu kalt für diese Jahreszeit und sämtliche Blüten drohten zu erfrieren. Was also macht mein Nachbar? Er fackelt in aller Herrgottsfrühe einen Autoreifen ab, damit sich dank des Rauchs kein Frost auf die Blüten setzt. Klasse. Unverantwortlich. Vor allem das Obst, was dann da wächst, ist dann bestimmt richtig lecker. Das wäre unverantwortlich von mir. Und ist es einfach zu gefährlich. Ist er mit Tim verwandt, weil er so oft unverantwortlich sagt? Das wäre unverantwortlich. Warum haben Sie so ein komisches Feuerzeug? Haben Sie tatsächlich... Warum haben Sie so ein komisches Feuerzeug? Ich rauche nicht mal. Im Gegensatz zu manchen Luftverpestern. Aber mir reicht schon seine abschreckende Erscheinung. Wir leben halt in einer Welt voller Konflikte. Nee, er war das auch gar nicht mit dem Autoreifen. Und wenn, ich meine, was kümmert ihn sein Gezündel von gestern? Schade, dass wir ihn nicht hierzu befragen können. Ach so, nee, ich glaube, wir haben auch alles, ne? Ja. Gut. Willi räumt jetzt hier erstmal auf. Guten Tag, Herr. Gesundheit, Kleiner. Achter. Achter heiße ich. Wer bist du? Willi Sauerlich. Meine Eltern haben auch einen Garten. Aber die ganze Arbeit bleibt am Personal hängen. Aber der Tom ist doch gar nicht mehr da. Der habt ihr gefeuert oder was? Waren Sie dabei, als neulich das Fernsehen kam? Haben Sie den Mann gesehen, der als Feuerteufel verdächtigt wird? Waren Sie dabei, als neulich das Fernsehen kam? Mich haben Sie als Ersten interviewt. Ich habe den Knöllchen klargemacht, dass in der Ruine Kinder spielten und Teenager ihren Spaß hatten. Nix Hokuspokus.
Kaum kam Ihnen mein Nachbar mit irgendwelchen Teufeleien, war ich abgemeldet. Bei mir haben Sie nichts gesendet. Das gibt's doch nicht. Dabei war der Garten viel aufgeräumter. Komm mal lieber da weg. Huiuiui. Das ist auch so ein schöner Rentnerspruch. Der ist auch so echt. Komm mal lieber da weg, du. Nicht, dass noch was passiert. Oh. Ich habe noch nie einen Gartenzwerg Schokolade essen sehen. Bedauerlich, nicht? Habe ich vor Jahren auf der Schokolatia-Messe erstanden, wo er als Werbemittel verwendet wurde. Das wäre doch ein super sauerlich Merchandise. Kennt man einen, kennt man alle. Der brave Eindruck täuscht. Von hinten betrachtet erkennt man einen blanken Zwergenpopo. Ich habe den Kameraden so aufgestellt, dass mein Nachbar sieht, was nackte Tatsachen sind. Meine Güte, ich glaube, der Mann hat aber auch außer seinen Vögeleien hat er auch sonst nichts anderes im Leben, als sich solche findigen und raffinierten Tricks auszudenken. Uiuiuiui. Das Häuschen ist nur für den Winter gedacht. Ich beobachte Vögel gern. Hey, so klingt eine Saatkrähe. Lateinisch Corvus frugilegus. Das war jetzt Ernie, wenn Bert ihm auf die Zehen getreten hat. Waren Sie dabei, als neulich? Haben Sie den Mann gesehen, der als Feuerteufel verdächtigt wird? Nein. Ich bezweifle, dass es ihn gibt. Mein Nachbar ist Experte für Anglerlatein und Räuberpistolen. Hat ja auch eine in der Hand immer. Jetzt ist der auch weg. Das ist doch wirklich jetzt ist der einfach nicht mehr da. Verrückt. Keine Fisi-Matenten, Dicker. Hä? Keine Fisi was? Krieg dich wieder ein. Angsthase. Auch der hat, glaube ich, nichts anderes im Leben. Wie ist das Fernsehen auf Sie aufmerksam geworden? Ernten Sie Kirschen vom Baum Ihres Nachbarn? Ja, das ist Willis größtes Problem. Wenn Essen ungerecht verteilt ist und damit meint er natürlich, wenn er selbst davon nichts abbekommt, dann ist er natürlich gleich auf 180. Wie ist das Fernsehen auf Sie aufmerksam geworden? Ein Anruf genügte kaum, dass ich diesen komischen Heini gesehen hatte. Einen Gartenzwerg mit Stinkefinger zu finden, war schon schwer. Aber meinen Nachbarn als Vogelscheuche nachzubilden, der wollte einfach nicht Modell setzen. Der hat auch übrigens ein schönes hellblaues Hemd an. Das passt sehr gut zu diesem Gartenzwerg. Schön hellblau. Ich will nicht, dass sich da hinten wieder Kinder herumtreiben. Wir können ja auch einfach, ich meine, das ist doch so eine Parzelle, da ist doch wie so ein Schachbrett, da kann man einfach andersrum gehen. Nee, Entschuldigung, Herr Achter, aber wir wollen sie nicht. Wie ist das Fernsehen auf Sie auf? Ernten Sie Kirschen vom Baum Ihres Nachbarn? Was in meinen Garten hängt, gehört mir auch. Erst wenn ich alles Irdische hinter mir lasse, kann mir das egal sein. Uiuiuiui, Mensch, der macht hier ja seltsame Andeutungen. Einen Garten, ganz toll. Schwer. Aber mein Nachbar, das können Sie uns gar nicht oft genug erzählen, Mensch. Haha, ja, super. Der wollte einfach nicht Modell setzen. Idiot. Keinen Schritt mehr! Los, Oskar. Haben Sie es nicht eine Nummer kleiner? Der Gag wird auch nie alt. Super. Hey, war doch super. Nur Spaß.
Ich tue keiner Fliege was zu leiden. Wie hat denn der Brandstifter hier Feuer legen können? Wie stehen Sie zur Nachbarschaft? Wie hat denn der Brandstifter hier Feuer legen können? Wahrscheinlich mit einem Feuerzeug. Was weiß ich? Vielleicht hat er ein Streichholz in die Ruine geworfen. Ist doch auch egal. Um die Bude ist es nicht schade. Wenigstens hat das Feuer diesen Ort von allem Bösen gereinigt. Als es da Gespenster gab, sind die ganz schön gegrillt worden. Abschreckender als diese Visage kann kein weiteres Gesicht sein. Ach, hallo. Guten Tag, ich bin Gabi Glockner und das ist mein Oskar. Guten Tag, ich bin Herbert Achter. Nettes Hündchen. Überhaupt mag ich Tiere. Geht mir genauso. Hier komme ich mit meinen Freunden zur Spukruine, nicht wahr? Ist das Ihr Komposthaufen, der so stinkt? Hier komme ich mit meinen Freunden zur Spukruine, nicht wahr? Ist das Ihr Komposthaufen, der so stinkt? Der von meinem Nachbarn. Nein. Er hat ihn viel zu nah am Zaun errichtet. Sein ganzes Ungeziefer krabbelt zu mir herüber. Das ist ja fatal. Wenn das überhand nimmt, verklage ich ihn. Ui. Da kommt bestimmt schon wieder das Fernsehen an. Frau Salisch. Sei mir nicht böse, aber ich kann nicht zulassen, dass du dich und deinen Hund in Gefahr bringst. Für das Vogelhäuschen habe ich im Sommer einen ganz anderen Verwendungszweck. Aber den verrate ich nicht. Pornos. Oh, hörst du die Dohle hinter uns? Lateinisch Corvus Monedula. Ihr! Das weiß ich jetzt auch nicht, wie das klingt, aber wie der Vogel klingt's auf keinen Fall. Damit verletzt du die Lufthoheit. Hat der olle Klee nebenan gewettert. Das allein war die Anschaffung wert. Das hat er bestimmt im Internet gelesen. Hier komme ich mit meinen Freunden zur... Ist das Ihr Kompost? Hier komme ich mit meinen Freunden zur Spukruine, nicht wahr? Dort ist es nicht geheuer und zu gefährlich für Kinder. Wieso sollte ich glauben, dass ihr wilden Teenager achtsam seid? Uiuiui. Oh, diese Dialoge, die sind so Hammer bei Feuerteufel. Die sind so Hammer einfach. Wie hat denn der Brandstifter hier... Wie stehen Sie zur Nachbarschaft? Wir halten alle zusammen, wenn es um die Belange der Kolonie geht. Aber mein Nachbar kann ein richtiger Kotzbrocken sein. Kaum lege ich mich um eins aufs Ohr, schmeißt er seinen Rasenmäher an. Mein Anwalt meint, ich könnte ihn glatt anzeigen, wegen Verletzung der Mittagsruhe. Das wäre eine super Fernsehshow, also das würde ich auch gucken. Einfach jede Woche so eine Folge, wo die beiden vor Gericht ziehen. Das wäre super. Leute, kannst du es nicht auch mal geben, so ein Spin-Off, so ein TKKG-Spin-Off? Wo es so einen Nachbarschaftskrieg zwischen Achter und Günther Klee im Günni, das wäre doch super. Dein Weg endet hier, junge Dame. Okay, da wollen wir eh nicht hin. Und da müssen wir ja an ihn vorbeigehen, das ist ja, wollen wir nicht. Abschreckender als diese Visage kann kein weiteres Gesicht sein. Ja, fein. Sonst hier sagt er, glaube ich, nichts zu. Nein. Okay. Dann war's das, glaube ich, erstmal. Und jetzt bleibt uns eigentlich nur noch ein Ort. Ich habe ein bisschen Angst, weil wir dann wieder nichts mehr zu tun haben. Naja, mal gucken. Wir gehen zur Kapelle, zum Pfarrer in die Kapelle. So. Grüße Gott.
Guten Tag. Gott zum Gruße. Ist das Wetter nicht herrlich? Allerdings, genau das Richtige für einen Frischluftfanatiker wie mich. Toller Mann. Super. Haben Sie beim Gespräch mit Bertha von den Sauerlichs etwas Ungewöhnliches bemerkt? Ist Malen Ihr Hobby? Haben Sie beim Gespräch mit Bertha von den Sauerlichs etwas Ungewöhnliches bemerkt? Sie ist kurz aufgeschreckt wegen eines Fremden. Leider spielte sich sein Auftritt hinter meinem Rücken ab. Als ich mich umdrehte, war er schon fort. Verirrte Schäfchen gibt es überall, mein Junge. Gut, wenn sie dann zum Haus des Herrn finden. Auch gut, dass das hier am Ende der Welt ist. Ist das ein Rabe? Eine Dohle. Eine Dohle und ein Pfau hatten Streit. Jeder meinte, er hätte die besseren Eigenschaften. Der Pfau prahlte mit seinen Federn. Deren Pracht musste die Dohle anerkennen. Aber dann meinte sie, dass der Pfau eines bei aller Schönheit nicht könne. Fliegen. Als die Dohle davonflog, blieb der Pfau am Boden und schämte sich. Eine weise Farbe, nicht wahr? Aber, naja, der eine hat die einen Vorteile, der andere die anderen. Das ist doch ganz gut, oder nicht? Die einen sind schön und die anderen, die machen was aus ihrem Leben. Darf ich mal hindurchschauen? Gern. Bei diesem Prachtwetter lohnt sich das auch. Ist ja kostenlos. Da bin ich mal mit dem Fahrrad lang gekommen. Hier lang. Hier so, ne? Du hast den Zug überholt. Äußerlich nicht gerade das Hexenknusperhäuschen, aber zumindest gibt es einen Besen und eine Katze. Da wohnt der Feuerteufel. Wenn ich da residieren würde, kämen alle Mädchen zur Brautschau angebettelt. Meine Damen und Herren, vor Ihnen steht ein Sexist. Sieht ein bisschen aus wie das Internat, finde ich. Ach, die Ampel kenne ich. Bei der muss man viel Zeit mitbringen. Wem erzählt der das denn alles? Den Pfarrer interessiert das doch gar nicht. Haben Sie beim Gespräch mit Bertha von den Sauerlichs etwas Ungewöhnliches bemerkt? Ist Malen Ihr Hobby? Man sagt, Ehemänner fangen im Alter an, Golf zu spielen. Da ich zu einer anderen Kategorie gehöre, habe ich mich für die Malerei entschieden. Ja, im Golfclub tummeln sich eh nur irgendwelche Wannabes, die sowieso nicht reich sind. Da können wir auch nicht hin, nein. Das wär's jetzt. Hallo? Hallo? Wie? Entschuldige, ich bin so in meine Skizze vertieft. Gott zum Gruße. Gott zum Gruße. Karl kann, glaube ich, damit überhaupt nichts anfangen. Karl mit seinem rationalen Verstand.